weil ich habe heute noch eine neue Geschichte dabei. Oh, eine Geschichte! Ja, soll ich loslegen? Ja! Und zwar geht es heute um den Zachäus. Der Zachäus, das ist einer, der ist ziemlich klein. Der ist nicht so allzu viel gewachsen. Und das findet er gar nicht gut. Und deswegen muss er irgendwie gucken, ja, dass er sich trotzdem groß fühlt. Mhm. Und das kriegt er deswegen hin, weil er ziemlich viel Macht hat. Der ist nämlich Zöllner. Und als Zöllner, da kann er das eintreiben, was die Römer so von den anderen Leuten an Geld verlangen. Mhm. Und dann verlangt er halt manchmal einfach ein bisschen mehr, verdient gutes Geld dazu und kann über die anderen bestimmen. Mhm. Fühlt sich richtig gut an erstmal. Mhm. Aber allein ist er. Weil in so einem, da will keiner was zu tun haben. Auf jeden Fall merkt er, irgendwie muss sich was verändern. Und da hört er, Jesus kommt in die Stadt. Und da hat er natürlich die Hoffnung, oh, der Jesus, vielleicht kann der mir irgendwie helfen. Aber so richtig traut er sich nicht. Und deswegen klettert er auf den Baum, damit er den Jesus wenigstens sehen kann. Und hofft vielleicht auch ein bisschen, naja, vielleicht sieht Jesus mich, vielleicht läuft er vorbei und weiß gar nicht genau, was ihm lieber wäre. Hm. Der Jesus jedenfalls, zwischen den ganzen Leuten, die um ihn rumlaufen, sieht den Zachäus. Und er sieht auch, dass der Zachäus eigentlich total alleine ist. Und deswegen sagt er, komm herunter von deinem Baum, ich will heute mit dir essen. Okay. Genau. Okay. Ist jetzt erstmal total erstaunt und freut sich aber riesig. Und dann gehen sie wirklich zusammen zu ihm zum Essen. Naja, und dann manche Leute sagen, mit so einem ist der. Den Jesus interessiert es aber nicht, sondern der Jesus, der interessiert sich für den Zachäus. Mhm. Und der Zachäus, der ist so glücklich und merkt, endlich interessiert sich jemand für mich und sieht mich, dass er sagt, naja, ich habe so viel Geld, ich gebe die Hälfte ab an die, die es viel dringender brauchen. Mhm. Und da, wo ich zu viel verlangt habe, denen gebe ich das gleich vierfach zurück. Boah. Also richtig krasse Reaktion, finde ich jedenfalls. Aber der Zachäus, der zeigt damit, dass Freundschaft und Freundschaft mit Gott vor allem viel, viel wichtiger ist als alles Geld der Welt. Und das finde ich nur toll daran. Der Zachäus weiß, ich bin gut und das ist eigentlich erstmal das Wichtigste. Ja. Und weil die Freundschaft mit Gott so schön und so wichtig ist, würde ich sagen, reden wir auch wieder mit Gott und beten. Ja, eine sehr gute Idee. Guter Gott, du siehst mich, wie ich wirklich bin. Du interessierst dich für mich und du willst mein Freund sein. Bitte zeig mir das immer wieder, wenn ich mich allein fühle und wenn ich denke, dass ich mich irgendwie groß machen muss. Bleib immer bei mir und unterstütze mich. Amen. Amen. Das war jetzt eine schöne Geschichte. Ja, in der Bibel, da stehen lauter schöne Geschichten drin. Ja, ich freue mich jetzt schon auf die nächste. Genau, aber bevor wir Tschüss sagen, müssen wir auf jeden Fall noch Gottes Segen weitergeben. Oh! Weil es wäre doch nichts, wenn wir von Gott erzählen und dann geht Gott gar nicht mit. Ja. So segne und behüte euch der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. So, bis zum nächsten Mal, liebe Kinder. Bis zum nächsten Mal. Ade. Servus. Wir fangen an, fröhlich zu sein. Wir dürfen von Herzen uns freuen. Denn Gott sagt ja zu dir, Gott sagt ja zu mir, Gott ist für uns da. Wir fangen an, fröhlich zu sein und sind wir auch schwach und
und so klein. Denn Gott sagt ja zu dir, Gott sagt ja zu mir, Gott ist für uns.